Hallo, mein Name ist Markus Wahl, ich bin der Produktspezialist bei Sony für die Pro-Audio-Produkte und der provokante Titel des Vortrags ist: Ist die Drahtlos-Audio-Übertragung noch zu retten? Ist ein bisschen frech, soll aber ein bisschen widerspiegeln und ein bisschen Denkanstoß geben zu den Problematiken, in die wir da gerade reinlaufen und wo wir hoffentlich dann eine Lösung zu anbieten können. Okay, also kleiner historischer Abriss, eigentlich ganz simpel. Es gibt einen Bereich zwischen 470 und 860 Megahertz, der traditionell vorgesehen war, um terrestrisches Fernsehen zu übertragen. Analoges Fernsehen, PAL-Standard in Europa. Und in diesem Bereich gibt es immer TV-Kanäle, sind 8 Megahertz breit. Und da drin ist eben Ton, Farbe und das Zeilensignal gewesen. Und dann gibt es Abstände, in denen nichts gesendet wird, sondern das White Space. Und in diesem White Space zwischen den einzelnen TV-Kanälen konnte man halt bis jetzt immer mit seinen Funkmikrofonen reinspringen. Warum genau der Bereich? Klar, so eine Frequenz hat halt eine gewisse Ausbreitungsgeschwindigkeit oder hat eine gewisse Materialdurchdringung, kommt irgendwie um Ecken herum und das ist eben abhängig von der Wellenlänge. Und da ist eben dieser Frequenzbereich ideal, weil man kann halt irgendwie im Wohnzimmer sitzen und trotzdem Fernsehen gucken, auch wenn die Antenne drin ist, also indoor. Und ich kann mit verhältnismäßig wenig Leistung große Entfernungen überbrücken. Traditionelles analoges Fernsehen. Irgendwann kam man auf die Idee, analoges Fernsehen abzuschalten und digitales Fernsehen einzuschalten. Da kann man dann mehr TV-Kanäle in einen 8-Megahertz-Slot reinpressen. Und dann stellt sich raus, wir haben Frequenzen, die nicht mehr gebraucht werden. Was macht man mit denen? Man verkauft sie. Einfachste Möglichkeit für den Staat, Geld zu verdienen, ist Frequenzen zu verkaufen. Und zufälligerweise, in dem Moment, wo man darüber nachdenkt, analoges Fernsehen abzuschalten und digitales einzuschalten und damit sozusagen effektiver mit der Bandbreite umzugehen, kommen also die Telekom-Provider und sagen, wir brauchen mehr Bandbreite für Internet auf dem Mobilfon. Und dadurch ergab sich eben, dass man auf der einen Seite einen Bereich frei bekommen hat, der gut funktioniert, was Reichweite, Entfernung, Antennengröße und so weiter anbetrifft. Auf der anderen Seite findet man einen Abnehmer für die Frequenzen, die bereit sind, Geld dafür zu bezahlen. Das habe ich auch hier irgendwo drauf. Ja, kann man sich ein bisschen angucken. Da kann man sehen, was denn an Gelder erwirtschaftet wurde beim Verkauf der digitalen Dividende 1. Das war 790 bis 860 Megahertz. Guck mal da, da haben doch die Deutschen 3,57 Milliarden Euro bezahlt. Also, ne, fette Einnahme für den Staat. Ganz Europa, die Auktion oder die Art und Weise, wie man Frequenzen vergibt, ist international geregelt. Die ITU, die International Telecom Union, hat also da bestimmte Regeln für gemacht und es gibt mehrere Frequenzbereiche oder mehrere Bereiche, in die Welt aufgeteilt ist. Region 1 ist Europa und Afrika, Region 2 ist eben Nordamerika und Südamerika und Region 3 ist Asien. Ja, und das ist ein ganz demokratischer Prozess theoretisch. Da gibt es die World Radio Konferenz, auf der halt Dinge beschlossen werden, auf der Dinge vorgestellt werden. Dann wird bis zur nächsten World Radio Konferenz darüber geforscht. Industrie sitzt mit am Tisch, Verwaltung sitzt mit am Tisch, Länder sitzen am Tisch und dann sind die sogenannten Administratoren der Länder da und die machen halt dann die Hand hoch. Und wenn zum Beispiel theoretisch die 80 Staaten in Afrika die Hand hoch machen und sagen, wir wollen den Bereich vergeben, dann können die 34 Staaten in Europa auch die Hand hoch machen, sind aber bestimmt. Und deswegen ist die ganze Geschichte eben einerseits global geregelt, dann geht es runter auf die EU und von der EU geht es runter auf die einzelnen Länder. Wie das Ganze abläuft, kann man nachlesen in verschiedenen EU-Regeln oder man kann ein bisschen gucken, wie so theoretisch sowas funktioniert. Komplizierter Prozess, das ist die CEPT, die EC, ERO, dann sind verschiedene Normausschüsse, verschiedene Vorgehensweisen, die miteinander diskutieren und irgendwann kommt man darauf, wie man diese Frequenz nutzen will oder wie man diese Technik einsetzen will, wie man diesen Service einsetzen will und was man damit macht. Wenn man sich das anguckt, ist halt der gesamte Frequenzbereich, den wir so kennen, vergeben für irgendwelche Services. Und da kommt die Problematik auf. Funkmikrofone sind kein Service. Funkmikrofon ist eine Anwendung. Und damit findet es in all diesen Gremien keine Beachtung. Weil diese Gremien reden nur über Services. Wie zum Beispiel das Aussenden von TV-Signalen. Das ist ein Service.
Ja. Dazu kommt noch, dass alle diese Frequenzen sowieso militärisch geblockt sind. Also im Fall der Fälle werden die alle verboten. Und dazu kommt auch, dass in allen Ländern der Welt die Vergabemodalitäten für Lizenzen anders sind. Also bei uns kann man ja eine Lizenz kaufen, kostet irgendwie 10 Euro im Jahr und 130 Euro Anmeldegebühr einmalig, während in Österreich die Frequenz für 10 Jahre vergeben wird. In der Schweiz gibt es gar keine Vergabe mehr. Die haben festgestellt, dass die meisten Leute das sowieso nicht anmelden. Haben die das komplett gestrichen. In der Schweiz kann jeder alles einschalten, solange es den Schweizer Normen entspricht oder der CE-Normen entspricht. Und alle anderen müssen sich einigen, wie sie damit umgehen. Also es gibt verschiedene Vorgehensweisen, die zwar global geregelt sind, aber die dann lokal wiederum auf ganz viele kleine Königreiche umgesetzt werden. Ja, in Norwegen ist es sogar so, dass theoretisch jede Gemeinde sagen kann, wo man was darf. Also schwierig. Föderales System ist halt manchmal ein bisschen kompliziert. Nichtsdestotrotz, das war der Zustand bis 2010, also 470 bis 862 MHz war geblockt für analoges terrestrisches Fernsehen und alles, was in diesem Bereich frei war, sogenannter White Space, konnte von Funkmikrofonen genutzt werden mit der Vorgabe 200 kHz Bandbreite, maximal 50 Milliwatt, in manchen Ländern auch mehr, Sondergenehmigung bis 250 Milliwatt, wie auch immer, konnte man das eben vergeben. Dann kam die erste digitale Dividende. Die sieht halt so aus. Da wurde der Bereich 790 bis 862 verkauft. Ja, das ist dann der Moment, wo dann LTE oder 4G, Long-Term, irgendwas, ich weiß gar nicht mehr genau. Eigentlich heißt das 4G. Und das sind dann aber Frequenzen in Europa. Es gibt noch andere 4G-Bänder in anderen Ländern. Ich glaube, es gibt über 40 verschiedene 4G-Bänder weltweit, die dann möglichst unser Telefon abdecken sollte, wenn man damit reisen. Aber die Idee ist eben, mehr Bandbreite zu haben für mobile Devices, die eben den Content, den wir produzieren, dann auch irgendwie konsumieren können. Das gab es 2008, glaube ich, 2010 wurde das umgesetzt, 2012 war es dann Pflicht in Europa, sodass also jetzt eigentlich alle Länder diesen Bereich vergeben haben. Nicht in allen Ländern wird er voll genutzt, auch in Deutschland wird er nicht voll genutzt. In dem Bereich gibt es dann verschiedene Bänder, die halten sich auch nicht mehr an TV-Kanäle, sondern sind mal 10 MHz und mal 5 MHz, werden also Slots vergeben an die Deutsche Telekom, an Vodafone, an wen auch immer, die dann da ihren Dienst anbieten. Aber für uns ist das nicht mehr nutzbar, weil es gibt keinen White Space mehr, beziehungsweise die Rechte für die Nutzung dieser Frequenzbereiche liegt eben jetzt in der Privatwirtschaft und damit ist es durch. Die nächste digitale Dividende ist dann die, die jetzt gerade stattfindet, die digitale Dividende 2. Die wurde beschlossen 2012, 13, 14 schon und ist ab 2018 eigentlich gültig. Ist aber verlängert worden bis 2020, also ab 2020 müssen alle europäischen Länder, das sind dann ja nur noch 27 dann in der Europäischen Union, aber auch die anderen Länder müssen sich daran halten, in der ITU Region 1. Dieser Bereich wird dann wiederum auch verkauft oder vergeben an irgendwelche Provider und ist damit auch für Funkmikrofone nicht mehr nutzbar. Das Dumme ist, dass dieser Bereich 710 bis 790, der Bereich war in Deutschland, der extra für Funkmikrofone freigegeben wurde. Das heißt, alle Rental Companies und Produzenten, die sich aus dem 790 bis 860 Bereich verabschiedet haben, mussten also 710 bis 790 kaufen, weil der Bereich unten drunter war exklusiv für Öffentlich-Rechtliche. Ja. Die sind aber nochmal besonders jetzt gekniffen, weil jetzt kommt die digitale Dividende 2 und das, was sie vor 5 Jahren gekauft haben, darf dann auch nicht mehr benutzt werden. Ja, das ist aber nur in Deutschland so. In allen anderen Ländern, die ich kenne, ist immer schon 470 bis 790 frei gewesen. Dass man da dem deutschen Öffentlich-Rechtlichen nochmal was Besonderes zugeschanzt hat, ist halt so. Das findet jetzt gerade statt. Die Frequenzen sind in Deutschland bereits versteigert und verkauft, mit deutlich weniger Einnahmen als bei der ersten digitalen Dividende. Und der Bereich ist, glaube ich, bei uns schon. Also man kriegt da noch eine Lizenz, wenn man unbedingt braucht, aber eigentlich werden die auch nicht mehr verlängert irgendwann. Ja, damit ist der tot. Insgesamt haben wir also fast 50% des Spektrums verloren. Das ist schade, wäre aber kein Problem, wenn nicht dann das
digitale terrestrische Fernsehen, DVB-T, Digital Video Broadcasting Terrestric, mit seinen ganzen Bereichen, die eben 694 bis 860 waren, jetzt auch da unten rein muss. Also alles, was da weiter oben jetzt war, im öffentlich-rechtlichen oder im privaten Sendebereich, muss alles in den unteren Bereich reingeschifft werden. Und dann wird es da voll. Und je voller es da ist, desto weniger Chance gibt es für Funkmikrofone. Und dann kann es halt schon eng werden in vielen Bereichen. Es gibt noch einen dritten Schritt, nämlich die digitale Dividende 3. Ob die kommt, ist nicht ganz klar. Da wird 2025 drüber geredet auf der World Radio Conference. Ich glaube, dass die kommt, weil dann werden wir amerikanische Verhältnisse kriegen. In Amerika ist nämlich jetzt ab November 2018 470 bis 614 frei. Alles andere ist weg. Also wir haben nur noch 144 MHz im UHF-Bereich. Da gibt es noch so zwei kleine Lücken in der Mitte, in dem Duplex-Gap zwischen Up- und Download. Und es gibt noch einen Duplex-Gap bei den 700er-Bereich. Und es gibt noch einen kleinen Bereich im 900er-Bereich. Aber ziemlich kompliziert, weil man das technisch nicht in einem Gerät abdecken kann, muss man sich halt entscheiden. Und in den USA ist es auch kompliziert, weil ich glaube, es gibt unendlich verschiedene Frequenzverfahren und Lizenzverfahren. Fakt ist, wenn man was hat zwischen 470 und 694, ist man damit bis 2025 sicher. Meiner Meinung nach noch 2-3 Jahre länger, weil bis das, was dann beschlossen wurde, umgesetzt wird in eine rechtlich bindende Situation, kann es nochmal lokal in den Nationalparlamenten ein paar Jahre dauern. Hoffentlich bis 2030, dann bin ich in Rente. Erlebe ich das nicht mehr mit. Aber es könnte eben sein, dass wir nochmal eine digitale Dividende 3 bekommen. Das liegt eben auch daran, wie viel Nachfrage da ist. Also werden die beiden anderen Bänder, die jetzt noch gar nicht voll genutzt werden, dann voll sein? Hat jeder zu Hause irgendwie einen 8K-Fernseher, den er per Funk irgendwie bekommt? Wird Fernsehen überhaupt noch terrestrisch ausgestrahlt? Weil dann wäre der Bereich ja frei, ja? Dann könnte man den verkaufen. Oder ist Fernsehen eben nur noch über IP nutzbar? Da gibt es verschiedene Dinge, die noch nicht ganz klar sind. Oder haben wir dann 5G, was sowieso alles macht? Ist nicht ganz klar. Aber das ist das, was uns bevorsteht. Und da wir eben kein Service sind, sondern sozusagen eine Application, haben wir kein Recht auf diesen Bereich. Wir haben dort kein Stimmrecht. Wir können da nicht mitreden. Wir sind da sozusagen geduldet als Trittbrettfahrer in diesem Frequenzbereich. Der Bereich selbst ist aber wichtig, weil eben Antennenlänge, Durchdringung von Material oder Körperabsorption und so weiter in dem Frequenzbereich so günstig ist, dass man mit kleinen Batterien und kleinen Antennen ganz gute Entfernungen und ganz gute Laufzeiten hinkriegt. Und das ist halt physikalisch nur in dem Bereich möglich. Geht man runter oder geht man hoch, ändern sich die physikalischen Bedingungen und dann wird es halt schwierig. Im, was ich, 5 GHz-Bereich kann ich zwar schön sauber übertragen mit hohen Datenraten, habe aber eben nur 10 Meter Reichweite. Ja, dann geht es mit Funkmikrofonen so schlecht. Betrachtet man so grundsätzlich, das ist nochmal die World Radio Konferenz, da sind nochmal alle Länder aufgeführt, die sich eben an diesen 74 bis 694 Bereich halten. Das sind knapp 80 Länder, habe ich gezählt, die eben in dieser Region 1 sind. Und hier kann man nochmal sehen, da gibt es auch einen Link zu, wo man das genau nachgucken kann, welche Frequenzbereiche wo erlaubt sind. Das hat Österreich, Deutschland, Finnland, Norwegen, Dänemark, habe ich da mal aufgezählt, weil ich damit auch schon in Norwegen und Finnland war mit der Präsentation und auch in Österreich. Deswegen kann man das hier sehen. Aber da sieht man eben, L ist so ein bisschen, No ist Nein. Yes mit ein paar Fragezeichen, hat ein paar Bedingungen dahinter. Aber es gibt eben nur einen Bereich, der mehr oder weniger überall unter bestimmten Bedingungen erlaubt ist, während eben alle anderen Bereiche, die es so gibt, in einigen Ländern komplett verboten sind und auch schon bei 1500 oder 1700 MHz ich ein Problem habe, wenn ich die Hand um die Antenne mache oder Ähnliches. Ja, das ist schon eigentlich nicht mehr wirklich machbar. Kennt man mit 2,4, ne, drehe ich mich rum mit meinem Laptop zu meinem Access Point, geht die Rate schon runter. So ist es da eben auch. Also dieser Bereich 74 bis 694 ist in allen 34 Ländern legal. Aber man braucht in allen 34 Ländern oder in 33 Ländern, Schweiz mal ausgenommen, braucht man eigentlich irgendeine Lizenz dafür, die wie auch immer geartet ist. Von einem Tag über eine Frequenz, über 10 Jahre, über ein Jahr, über Modelle nur mit einer Frequenz, über Modelle mit Frequenzbändern. Es gibt unendlich viele verschiedene Modellversionen da. Offiziell müsste man, wenn man damit tourt, in jedem Land, in jeder Gemeinde nachfragen und sagen, was darf ich denn hier? Das macht aber niemand.
weil wir alle mit irgendwie 10 oder 20 Milliwatt senden. Deswegen macht eigentlich niemand und schaltet das ein, was er gerade hat, und nimmt die Frequenz, die gerade frei ist. Das ist ein bisschen anders in England. Also ich habe nirgendwo in Europa damit jetzt bis jetzt irgendein Problem gehabt, außer in England, weil die Engländer kontrollieren das. Und die Engländer verdienen Geld damit, weil die Engländer pro Frequenz pro Tag Geld nehmen. Und da macht es auch Sinn, zum Beispiel Frequenzspektrums effizient zu sein. Weil wenn ich sage, ich brauche 40 Megahertz, dann kostet es mich halt auf der ganzen Tour 10.000 Pfund. Und wenn ich brauche nur 20 Megahertz, dann kostet es nur 5.000 Pfund. Also die nehmen zum Beispiel für eine Einzelfrequenz für einen Tag 5 Pfund. 5 Pfund irgendwas. Ja, die Frequenz kriege ich aber nur für Süd-London. Wenn ich nach Nord-London fahre am gleichen Tag, brauche ich eine andere Frequenz, muss nochmal 5 Pfund bezahlen. Offiziell. Ja. Es gibt auch in England nur einen einzigen TV-Kanal, der landesweit frei ist, das ist der Kanal 38. Das ist der einzige, der auf dem Kontinent nicht frei ist, weil da nämlich Astronomical Devices drin sind. Ist auch klar, dass man den nimmt, der auf dem Rest der Welt nicht frei ist. Ja. Naja, aber so ist es halt. Muss man halt ein bisschen gucken. Es macht Sinn, sich darüber zu informieren. Man sollte wissen, was da passiert. Und es kann eben auch sein, dass man in einem Land wie Deutschland eine Lizenz vorzeigen muss, beziehungsweise bei einem Veranstalter sitzt und der hat eben Sorge, weil er zu viele Sender in der Luft hat, die nicht funktionieren. Und dann wird mal gefragt, ob man eine Lizenz hat, und wenn nicht, muss man eben ausschalten. Ja. Ja, die Konsequenzen für den, also PMSE, Program Manufacturer Special Events, so heißt diese Nutzergruppe, deswegen reden wir von PMSE Devices, die Konsequenzen sind schon ziemlich drastisch. Ich habe zwei Beispiele hier. Das eine ist in Pinewood in England, sind die großen Filmstudios in England. Da haben wir ein paar Shows gemacht. Zur Erklärung, was man hier sieht, dieser rote Bereich begrenzt drei Frequenzbereiche. Slash 21, Slash 33, Slash 42. Das sind die drei Frequenzbereiche, in denen unsere Sender arbeiten momentan von der aktuellen Serie. Deswegen habe ich die da eingekreist. Und die oberste Marke, dieser weiße Übergang ins Rote, das ist so die Marke, wo wir sagen, wenn das Noise unter diesem Signalpegel ist, dann erkennen wir das als freien Kanal an. Und wenn das Noise oben und drüber wäre, dann ist es eigentlich kein freier Kanal mehr, beziehungsweise deine Range geht halt runter, weil dein Signalrausabstand zu niedrig ist. War ziemlich früh morgens, habe ich das gemessen. Sieht schon ganz gut aus. Das hier ist um zwischen 10 und 11 gemacht. Das Grüne, man sieht also schon, es sind deutlich mehr Sender an, speziell hier unten irgendwo. Und das ganze Noise ist schon hochgegangen, der untere Bereich schon fast nicht mehr nutzbar. Und das hier ist nachmittags. Also was man sieht ist, es ist nicht einfach so, dass irgendwelche Sender an sind, sondern das Noise geht einfach hoch. Und das ist unser Hauptproblem. Das Noise geht hoch, weil es ist ja nicht nur das Funkmikrofon, da ist das In-Ear, da sind die Motorolas für Intercom, da sind irgendwelche Polizeigeschichten. Da ist der Kühlschrank oder die Kaffeemaschine, die sich irgendwie unterhält. Da ist das Philips Hue Light System bei 435 MHz, was irgendwie Zigbee macht. Also es ist halt einfach eine Unmenge an Zeug, was in der Luft ist, was es einfach vor 20 Jahren nicht gab. Und diese krassen Änderungen, das ist das, was uns Sorge macht. Das ist das, was Probleme macht in der Zukunft. Weil früher konnte ich eben mir eine Frequenz aussuchen, die habe ich zugeteilt bekommen, da habe ich die eingeschaltet und dann war es das. Und dann haben einen großen Rollout beim WDR, die haben 180 Kanäle bekommen für ihre Landesstudios im ENG-Bereich, und dann sind die jetzt sozusagen gesprungen von dem Empfänger, wo ich mit dem Schraubenzieher 12 Kanäle einstellen kann, zu einem Empfänger, an dem ich 6 oder 7 Submenüs habe und alles Mögliche einstellen kann. Und abgesehen davon, dass das die Leute überfordert, ist es eben so, dass man jetzt anfangen muss zu suchen, wo ist eigentlich frei. Ja? Also gehen die zum Beispiel an den Bahnhof, so eine Hochspannungsleitung ist halt schlecht, muss man sich was anderes suchen. Gehen die irgendwie ins Regierungsgebäude, dann ist da irgendwie Polizei und alle möglichen Funk, muss man sich eine andere Frequenz suchen. Also es kommt ein bisschen, man muss jetzt eigentlich was tun dafür und nicht einfach nur einschalten. Ich habe noch eine zweite Messung gemacht, die ist ein paar Monate später, sieht es völlig anders aus. Ja? Es ist nicht in dem gleichen Studio, es ist auf dem Gelände von Pinewood. In einer anderen Ecke, das ist in dem Pinewood Theater, also da, wo so Filme gezeigt werden oder da, wo irgendwie Premieren sind, weil wir hatten da die Venice-Kamera-Premiere. Da habe ich, sieht man unsere 6 Sony-Kanäle, die da an sind, die da so Peaks sind, aber sieht komplett anders aus. Der Unterbereich ist super und untenrum ist alles Schrott im unteren Frequenzbereich. Ja. Also so ändert sich ganz dramatisch die HF-Situation, und das ist symptomatisch für das, was momentan passiert. Es ist nicht mehr stabil, wo man sagt, die habe ich letztes Jahr gemessen,
die Frequenz ist sauber, die kann ich benutzen, sondern die kann morgen, die kann in der Stunde schon anders sein. Ja, das bedingt ein bisschen, dass man nicht nur Audiotechniker ist, das bedingt auch, dass man ein bisschen HF-Techniker ist. Das ist aber schwierig für die meisten Audio, weil ich glaube, auch hier in der SAE wird, glaube ich, über HF-Technik so gut wie nichts erzählt. Ne? Das stellen wir immer wieder fest, dass die Leute wirklich davon überfordert sind, zu verstehen, was da eigentlich abläuft. Und dass vor allem mehr Power keine Lösung ist. Leider ist mehr Leistung eher problematisch als förderlich. Aber das ist eine der Konsequenzen, die da eben rausgezogen werden kann. Ich habe noch ein zweites Beispiel. Das ist nochmal das gleiche Messung, aber hier sieht man, das 4G, Up und Download. Also da kann man hier ganz außen, die beiden breiteren Bänder sind sozusagen unser Mobiltelefon. Da sieht man, dass es eben in England schon in dem Bereich schwer am Arbeiten ist. Zwischen 790 und 860. Aber der Bereich, der jetzt verkauft wird, ist hier 694. Der Bereich wäre super sauber. Darf man nicht machen, aber der Bereich, der jetzt verkauft worden ist und in dem keiner mehr funkt, der ist immer super sauber. Zweites Beispiel ist ganz woanders, ist die Seefestspiele in Mörbisch. Das ist so 80 Kilometer südlich von Wien. Direkt an der ungarischen Grenze ist ein großer See, der Neusiedler See, da gibt es eine riesen Bühne. Ist so das südliche Gegenstück zu Bregenz. Es gibt die beiden großen Seebühnen, Bregenz und Mörbisch. Und dann haben wir verschiedene Versuche gemacht, haben wir verschiedene Antennen aufgesetzt. Läuft einfach, wieso es auch läuft, weiß ich gar nicht. So sieht es voll besetzt aus. Das waren so die ersten Versuche. Das Problem, was wir da hatten, ist eigentlich einmal die Entfernung, weil von der Mischerstelle bis zur Bühne sind es fast 100 Meter, plus dann nochmal die 60 Meter Bühne, also sagen wir so 140, 150 Meter bis zum dem Bereich, der bespielt werden muss, das eine. Dann haben wir natürlich Wetterbedingungen, die spielen immer. Man zahlt irgendwie 80 Euro mal 7000 Leute, da wird gespielt. Also solange nicht Sturmwarnung ist, irgendwie wird da gespielt, Regen, Schnee, spielt alles keine Rolle. Und die machen viele Veranstaltungen, aber die Hauptveranstaltungen, nämlich die Seefestspiele, sind immer nur im Sommer. Das sind, glaube ich, 27 Vorstellungen im Sommer. Wir haben verschiedene Versuche gemacht, haben verschiedene Aufbauten gemacht, kamen auf verschiedene Ideen, wie man das tun kann, haben auch dann eine erfolgreiche Saison gespielt mit 6 Kanälen, erstmal so zum Test, für ein paar Wochen lang. Hatten aber auch immer die Aussage von den Technikern, dass es HF-technisch Probleme gibt, von denen man nicht weiß, wo sie herkommen. Und da habe ich gesagt, naja, also wir haben jetzt schon in Paris und wir haben London gemacht, irgendwie kann ja Mörbisch jetzt nicht so das Problem sein. Irgendwie Neusiedler See, Grenze zu Ungarn, da ist praktisch nichts. Und das kann eigentlich nicht so schwierig sein. So, dann sieht man sowas mal hier irgendwie. Da sieht man nämlich, dass die grüne Linie ist unsere Datenrate und die anderen drei Linien sind die Antennen A und B vom Diversity und der Diversity-Ausgang selber. Und auf einmal bricht es irgendwie weg. Ne? Und ich war mir immer nicht sicher, wo kommt das her? Warum ist das so? Dann haben wir mal ein paar Kanäle eingebaut und haben die dann probiert. Dann haben wir die Antennen umgesetzt und haben die nämlich auf diese, kann man sehen, ja, da oben auf so einen Turm gesetzt. Das hat deutlich besser funktioniert, weil wir ja mit der Entfernung der Antennen einen ziemlich konstanten Abstand bekommen haben. Ob der jetzt rechts auf der Bühne stand oder links auf der Bühne stand, ist nicht so unterschiedlich wie Antenne an der Bühne heißt 5 Meter oder andere Seite heißt 60 Meter. Ja, ist ein Riesenunterschied. Das hat ganz gut funktioniert, hat uns aber nicht alle Probleme gelöst. Was wir dann noch gemacht haben, ist zu gucken, wo sitzen DVB-Ts und in welchem Frequenzbereich sitzen die und was ist eigentlich der theoretisch beste Bereich, den sie sich kaufen sollten. Und da sieht man eben DVB-Ts aus Ungarn und die Entfernung in Kilometern, die ich ungefähr aus und die Power. Ja, also sieht man, so ein Ding macht 83 kW, ist aber eben 12 Kilometer weit weg. Tja, was kommt davon noch an? Ne? Das war die theoretische Betrachtung, die war gut. Praktisch hat die aber keine Bedeutung, weil in real ist es ganz anders. Wie das immer so ist mit theoretischen Überlegungen. Gut, dann wurde das eingebaut. Und was dann rauskam, auch durch die LED-Wände, ist, das ist so eine Messung, die ich machen kann mit dem Spectrum Analyzer, den wir im System haben. Und dann sehe ich, 470 bis 534 geht das.
und bis 542 schauen, dann kann ich natürlich da, TV-Kanal 28 ist frei, TV-Kanal 29 ist frei, der 26er ist frei, der 21er ist fast frei und im 25er habe ich auch noch was. Also ich habe hier 1, 2, 3, 4, sagen wir mal 5 TV-Kanäle, die ich frei habe, 5 sind 40 MHz, kriege ich gut 80 Kanäle rein. Bei der Show braucht man aber nur 16 eigentlich. Das war eine Messung später am Tag und das ist eine Messung auf einmal kurz vor Showbeginn. Auf einmal ist das alles weg. 21er nicht nutzbar, 22er nicht nutzbar, 23er nicht nutzbar, 24er gar nicht nutzbar. Das sind die vier Peaks, die man sieht, sind vier In-Ear-Monitorings. 25 ein bisschen, 26 ein bisschen und 28 ein bisschen. Der Rest ist weg. Das ist abends um 8. Und ich habe gedacht, das kann doch nicht sein. Wir haben ja jetzt schon 3 Sommer lang gemessen. Und immer ist das gut. Und jetzt ist irgendwie, Show läuft in 10 Minuten und es geht nicht. Und so sieht es aus, wenn die Show beginnt. Ja, da ist so gut wie gar nichts mehr nutzbar. Da haben wir die, da sind die Sonys, im 23er sind die Sonys drin und dann in dem, sind ein bisschen in dem 25er und hinten im 28er, ganz niedriger Pegel ist ein bisschen was. Aber ich habe das kann nicht sein irgendwie und jedes Mal ist das so. Und dann habe ich letztes Jahr nochmal vor Showbeginn haben wir nochmal die Sachen geändert ein bisschen und dann hatte ich Zeit, 2 Nächte für mich alleine in Ruhe da zu messen. Zwar haben die auf der Bühne Tests gemacht mit Licht, aber es war niemand vom Ton da und keiner wollte Ton haben. Dann habe ich wirklich festgestellt, es ändert sich die HF-Situation und zwar in dem Moment, wo die Licht einschalten und in dem Moment, wo es irgendwie kalt wird. Und wieso kommen die DVB-Ts da raus? Und ich kann es nicht beschwören, bin kein HF-Techniker, aber in dem Moment, wo sich Luftbedingungen und Temperatur ändern, kommt über das Wasser reflektiert DVB-Ts da an mit einem Pegel, der vorher nicht da war. Ja, also ganz schräg, irgendwie der See ist 40 Kilometer lang und dann kommt auf einmal ein DVB-T sichtbar ins Spektrum, der natürlich vorher auch da war, aber nicht sichtbar, ins Spektrum mit 10 dB mehr Pegel, der vorher nicht da war. Ja, und morgens ist der wieder weg. Ja, also sowas kann eben auch passieren und dann muss man darüber nachdenken, was man da tut. Nochmal ein anderes Bild. Wie sich die Situation eben wirklich von da nach da innerhalb eines Showabends ändert. Ganz dramatisch. 2017 haben wir dann ein bisschen was geändert. Das ist ein anderes Bühnenbild, andere Oper, eine Operette war das in dem Fall. Da sieht man nochmal, wie groß die Bühne ist mit dem Wasser davor. Dahinter ist, wie gesagt, alles See. Was wir jetzt gemacht haben, ist knallhart. Ich habe die Verkabelung geändert, man sieht es. Wir haben dieses Kreuz- und Querverkabeln nicht mehr und wir haben auch nicht mehr die weiteren Splitter da drin, die brauchen wir alle nicht, sondern wir verkabeln an die Receiver durch und wir können 8 Receiver eben Daisy-Chain durchverkabeln. Klar, wenn beim ersten Receiver das Netzteil ausfällt, kriegen die anderen Receiver dahinter kein Signal mehr, weil das ja ein aktives Splitting ist. Ja, das Risiko müssen wir aber eingehen und ich glaube, ich kenne eigentlich noch keinen einzigen Servicefall aus den 8 Jahren jetzt mit der Digitaltechnik, wo wir ein kaputtes Netzteil haben. Insofern war das dann hinzunehmen, aber das hat uns eine ganze Menge gebracht. Und was wir auch noch gemacht haben, wir haben hier 2 Antennen eliminiert, die wir sozusagen nur noch auf Reserve einschalten. Und siehe da, es funktioniert deutlich besser. Ja, weil eben weniger Antennen auch weniger Signal auffangen und weniger Noise auffangen, weil wir die Interferenzen im Kabel nicht mehr haben, hat das dann deutlich besser funktioniert. Das ist das, was wir an den Receivern geändert haben. Und dann sieht das besser aus. Was ich aber auch gemacht habe, was mir auch nicht klar war, weil ich 2016 die Messtechnik noch nicht hatte, ist, funktionieren die Kabel eigentlich? Die Kabel sind rund 150 Meter bis zum Bühnenrand. Ja, und dann haben wir vorne, wir haben eine Antenne am Tower jetzt und eine Antenne, die vorne in der Bühnenkante ist. Und an die Antenne nach vorne wurden neue Kabel gelegt, während die Antennen zum Lichttower schon seit 10 Jahren da drin sind. Und das ist der Wellenwiderstand über die Frequenz, also so zwischen 15 und 30 dB Verlust zum Light Tower. Und das ist das Kabel zur Bühne. Ja, was also maximal 10 dB. Diese Peaks kann man nicht so zählen, weil das liegt am Generator, der synchron sein muss mit dem Spektrum-Analyzer. Aber das ist deutlich besser. Das macht über 10 dB Signal aus. Also anstatt 1 Milliwatt, 50 Milliwatt in der Sendeleistung. Ja, also nochmal neue Kabel verlegt. So
kommt man so nach und nach da drauf. Und das alles war eben früher kein Thema, weil das Spektrum war frei. Der analoge Sender hatte 50 Milliwatt. Den konnte man noch ein bisschen tunen. Und dann war es kein Thema. Ja, und das ist eben jetzt mit dem, was in der Luft so drumherum und hin und her springt, inklusive der strikten Begrenzung der Sendeleistung, nämlich zu dem, was offiziell erlaubt ist, eben braucht es halt ein bisschen mehr Überlegung und ein bisschen mehr Nachdenken, was man da tut.